Heute geht es um einen Konfigurator, einen kostenlosen Konfigurator, den jeder von euch sich kostenlos runterladen kann. Und hier kann man quasi in einer Excel-Liste zwei unterschiedliche Fahrzeuge der D-Line vergleichen. Wenn also euch interessiert, wie ihr selber euer Fahrzeug quasi zusammenstellen könnt und welche Optionen zu betrachten sind, dann bleibt dran. So, die Addition unterschiedlichster Preise eben aus der Preisliste ist ja vom Prinzip gar nicht so schwer. Und man muss die Dinge zusammenstellen eben aus dem, was man an Optionen braucht seitens des Fahrzeuges, also Chassis, Fiat oder Citroën, das was eben seitens Pössl kommt. Das sind die Ausbauoptionen, angefangen bei der Innenausstattung bis hin zu Batterie und eben auch Duo-Control. Und als drittes kommt das Thema Händler. Also der Händler baut eben auch einige Optionen mit da dran, ob es eine Anhängerkupplung ist, ob es denn eine Markise ist. Diese Dinge gilt es zu beachten und zum Schluss kommen noch so Dinge wie Transport, Vorfracht. So, und bei diesen vier Dingen, die addiert werden, ist es vom Prinzip gar nicht so schwierig. Bei den Konfiguratoren, die man im Internet findet, findet man oftmals eben nicht die Händleroption. Und alles das haben wir zusammengestellt und das ist eingeflossen in dieses Tool, was wir schon länger benutzen seitens Pössl Online, nämlich in eine Excel-Liste, die wir in der Konfiguration mit unseren Kunden zusammenstellen. Und die könnt ihr eben auch runterladen. Ich zeige euch vielleicht mal, wo man das Ganze findet. Auf eben unserer Website pössl.de online. Hier wird letztendlich auch noch dieses Video mit eingebettet. Kommt man eben auf einen Download-Link. Und wenn man diese Vorlage herunterlädt, muss man lediglich eben ein Passwort eingeben. Ich schreibe das Ganze mal und ihr seht auch, was das Pössl Online Passwort ist. Richtig schreiben müssen wir es eben auch noch. So sieht das Ganze mit aus und ich muss eben noch bestätigen, dass ich kein Roboter bin und dann kann ich das Ganze runterladen. So, wir haben jetzt eben eine Excel-Datei. So sieht das Ganze mit aus und in der können wir dann loslegen. Das Ganze ist zusammengestellt mit unserem Erfahrungsschatz und wir haben die unterschiedlichsten Positionen, die Optionen, so gelistet, so sortiert, wie sie unserer Erfahrung nach in der Häufigkeit eben auch vorkommen. Die häufigsten Dinge sind weiter oben und die seltenen sind weiter unten. Tja, meistens wird das seitens Pössl alphabetisch sortiert oder eben nach anderer Gruppierung und wir sind jetzt mal hergegangen und haben die Dinge, die bei uns in der Beratung als Ergebnis oftmals benutzt werden, ganz oben hingestellt und die anderen weiter unten. Das hat jetzt keinen Anspruch auf Richtigkeit für euch, denn zu alleroberst gilt natürlich, eure Anforderungen müssen klar sein und dann erst kann man so ein Fahrzeug auslegen. Aber bei uns ist es eben ein Ergebnis und aus den letzten, bei der D-Line waren das ja knapp 50 verschiedene Konfigurationen, die wir erarbeitet haben mit unseren Kunden, ist das eben statistisch zusammengestellt worden und dementsprechend die Sortierung. Gucken wir einfach mal, wie man vorgehen kann. In der Excel-Liste selber ist das Ganze ausschließlich für die D-Line gemacht. Das Ganze benutzen wir auch noch für Summit, für die H-Line separat und wir haben auch noch Templates für die Plus-Modelle. Da wird ein bisschen anders zusammengestellt, da sind eben auch andere Elemente schon mit drin. Und hier das für die D-Line und das ist eigentlich das häufigste, was wir benutzen. Also ein Template, was man benutzen kann für alle Modelle der D-Line, sowohl für Globka als auch für Pössl. Und wir gehen folgendermaßen vor, dass ich euch einfach mal darstelle, wie man das Ganze machen muss. Wir haben hier die unterschiedlichsten Modelle seitens der D-Line und ich wähle zum Beispiel mal ein Rotcruiser Revolution aus und in der Spalte für deine Auswahl packen wir die Elemente rein, die für uns sinnvoll sind. 46.299, das heißt die Übertragung eben dieser Position würde uns bescheren ein Fahrzeug, was 140 PS hat. Das Ganze ist dann schon ein 3,5 Tonner Harvey Heavy und in diesem Fall ist es ein Citroën. Wenn wir daraus eben ein Fahrzeug machen wollen, wie zum Beispiel ein 140 PS Fiat, dann müssten wir diesen Aufpreis von 1000 Euro rechnen. Ansonsten aber eben auch nicht. Ich würde aber, tja, und jetzt geht es schon wieder so ein bisschen in die Details mit rein, was ist empfehlenswert. Wenn ich persönlich einen Fiat wählen würde, dann würde ich den mit 160 PS wählen, weil ihr wisst, der hat den größeren Motor und dann ist er vom Preis her auch ein bisschen teurer. Alles das kann ich in dieser Excel-Liste betrachten.
Es geht dann weiter, dass ich hier so Auswahlelemente habe wie das All-In-Paket, was eigentlich jeder nimmt und dementsprechend die 1.999 Euro ergänzt werden. Sowas wie ein Heavy-Chassis ist in diesem Fall schon inklusiv, das brauche ich nicht separat auswählen und auch diese Option hier ist jetzt nicht notwendig, weil es handelt sich ja schon um 3,5 Tonnen. Das sind alles Dinge, die stehen sonst im Textlichen hier mit drin. Und wir gucken vielleicht mal, wie diese Tabelle im Weiteren aufgebaut ist. Und dazu filtere ich einfach mal das, was bisher schon ausgefüllt ist. Und lediglich die leeren Elemente blende ich aus. Das heißt, wir kommen gleich durch die Sonderausstattungen, die seitens Citroën und Fiat ergänzt werden können. Die findet ihr auf der allerletzten Seite. Hier sind sie alphabetisch sortiert in der Preisliste. Als zweites dann die Sonderausstattung, die seitens Pössl kommt. Das sieht man hier auf Seite 7 in der Preisliste. Und dort sind die Dinge ja nicht alphabetisch aufgeführt, sondern ebenso wie Pössl, die seiner Meinung nach eben gruppieren wollte. Dann haben wir Sonderausstattung, die seitens des Händlers mit dazukommt. Es ist eine gewisse Auswahl. Jeder Händler ist da ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben mal die typischen Listenpreise eines Händlers hiermit angenommen, aus denen man sich da bedienen kann. Und eben auch in der Reihenfolge haben wir es gemacht, wie die häufigsten Elemente gewählt werden. Und zum Schluss, und auch das ist ein bisschen abhängig davon, wo der Händler denn sitzt, ist noch ein Wert für Transport, Vorfracht, Kraftfahrt, Bundesamtgebühr, Zoll, Kfz-Brief und Gasprüfung mit dabei. Das sind circa 1200 Euro. Manch einer weist noch separat die Papiere mit aus. Das bei uns ist mal eine Gesamtsumme. Und wenn der Hersteller, wenn der Händler ein bisschen näher am Hersteller dran sitzt, dann kann das sein, dass das auf vielleicht 1000 Euro reduziert wird. Wenn er ziemlich weit weg sitzt, also im Norden von Deutschland, kann das auch sein, dass das 1500 Euro sind. So, und unser Tool selber, das summiert erst einfach mal diese Elemente letztendlich kann man daraus eben auch noch einen Angebotspreis kalkulieren. Und wir gehen vielleicht mal weiter ins Detail. Ich nehme also diesen Filter hier wieder raus und so können wir uns weiter durch diese Elemente durchhangeln und natürlich wird dann die Gesamtsumme noch ein bisschen teurer. Und wir wählen hier vielleicht einfach mal als meine Auswahl, wie gesagt, ein Fiat Roadcruiser Revo und ich sag mal, das ist ein 160 PS und wir nehmen vielleicht noch Automatik. Das ist eben ein Ding, was relativ häufig in der Kombination mit Fiat auch gewählt wird. Aber wir gehen vielleicht mal die Option von oben nach unten mit durch. Also relativ häufig habe ich da die Traktionskontrolle mit drin, dass ein Tempomat ausgewählt wird, 249 eben bei einem Fiat, dass eine Radiovorbereitung mit dabei ist. Und hier muss ich dann, wenn ich DRB habe, eben auch noch die 30 Euro ergänzen, sind 209, dass ein Lederlenkrad mit dabei ist, sind häufige Optionen. Das Tagfahrlicht, nicht immer beim Fiat. Ich habe eben auch einige, die sagen, das Tagfahrlicht als LED-Band brauche ich nicht unbedingt, sondern das Tagfahrlicht funktioniert ja auch einfach so, kann ich weglassen. Und hier wählen wir mal die von uns eben angesprochene Automatik. So, diese Dinge gehen jetzt im Weiteren mit raus. Ich kann diese Tabelle jetzt benutzen, um zum Beispiel ein Tizian Rot mit einzutragen, was sich natürlich in der Gesamtauflistung, in der Summe überhaupt nicht bemerkbar macht, aber das kann eben auch eine Farbe sein. Wenn ich denn zum Beispiel 5,99 für eine Farbe eintrage wie Eisengrau Metallic, dann sollte ich dieses Eisengrau Metallic vielleicht hier hinten einfach mal notieren. So, wir gehen mal weiter durch. Hier kommen Dinge, die sind bei uns relativ selten gewählt worden. Das eine oder andere deswegen, weil wir erfolgreich auch den Interessenten sagen konnten, pass mal auf, das kannst du dir doch eigentlich viel günstiger im Internet besorgen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass so ein Cupholder, der gut beim Fiat jetzt inklusiv ist, aber bei anderen Dingen, beim Citroën zum Beispiel extra kostet, dann braucht man die Dinge nicht. Und deswegen sind die Dinge zum Beispiel weiter hinten gelandet. Ein USB-Anschluss im Armaturenbrett, auch das kriegt man günstig beim Fiat, ist das eigentlich alles schon inklusiv. So eine Klimaanlagenautomatik, die sowieso nicht funktioniert, ist deswegen relativ weit hinten gerutscht, weil wir eigentlich jedem erklären konnten, das macht relativ wenig Sinn. Und auf diese Art und Weise wäre ich jetzt einfach schon mal fertig mit diesen Dingen. Wir haben ja auch Dinge ergänzt, die bei dem einen oder anderen eben nicht in der Preisliste auftauchen. Das ist zum Beispiel statt eines Afil-Paketes, also dieser Notbremsassistenz, ergänzt mit dem Spur
Halteassistent, Spurwarnassistent, wäre das Ganze mal lieber, weil er ja nicht aktiv ist. Diese Elemente haben wir öfter mit drin und diese 299, die seien zum Beispiel mal was, was ihr nicht in der Preisliste findet, aber was dennoch sinnvoll ist. Gucken wir uns die Summe jetzt vielleicht mal weiter unten an. Wir stellen also fest, jetzt sind wir schon bei 56.000 Euro insgesamt. Gut, also wir haben jetzt mal genug in dem ersten Bereich und gehen jetzt mal in den zweiten Bereich über. Auch hier wieder die Sortierung nach der Häufigkeit. Vom Prinzip her sind wir jetzt in der Preisliste und ich kann ja auch diese Preisliste gerne mal aufmachen. Wir sind dort, wo, das ist die letzte Seite, wo wir im Bereich der D-Line die Optionen finden, nämlich hier. Es ist nur das, was zur D-Line gehört und eigentlich fängt das Ganze hier mit der Elegance-Ausstattung an. Wir gehen jetzt aber mal anders vor und sagen, das ist ein Template, das kann ich für alles benutzen, eben auch für den Globecar. Und vielleicht kennt ihr die Preisliste vom Globecar. Eigentlich unterscheiden sich die Preise nur darin, dass alles hier um 400 Euro teurer ist. So, und das kann ich dementsprechend, wenn ich denn ein Globecar haben möchte, eben hier auch abbilden. Und dementsprechend bin ich jetzt in der Standardausstattung auf einem Fahrzeug, wo die Standarddekor zum Beispiel das Breeze ist anstatt das Timeless. So und so geht das Ganze weiter. 219 Euro vielleicht für den Alternativtisch. Das Toilettenraumfenster ist ja eine Zwangsoption. Wir haben das rausgerechnet im Globecar-Aufpreis. Dementsprechend muss ich das quasi auch zwangsweise wählen. Das CP Plus macht mehr und mehr auch Sinn. Ihr wisst ja, da kann man also das Ganze über eine Zeitschaltuhr schalten und eben auch noch eine Belüftungsfunktion oder eine Durchlüftungsfunktion ist eben dabei. Deswegen empfehlen wir das mehr und mehr. Das dritte Bett in der Sitzgruppe ist relativ häufig. Nicht allerdings jetzt im Revolution, sondern das kommt eben aus anderen Bereichen. Das lassen wir mal weg. Wir nehmen vielleicht nochmal die Gas-Duo-Control und vielleicht im Bereich der Ausstattung die Rahmenfenster. Auch die haben wir sonst nicht mit drin. Nehmen dann jetzt nochmal ein alternatives Polster, was zum Beispiel Limone heißen kann. Und diese Limone oder Lemon genannt, ist eben etwas, was aufpreispflichtig ist. Und wir wählen jetzt mal hier einen Absorberkühlschrank. Und aus dem Grunde können wir zum Beispiel auch die Bordbatterie, die zweite Bordbatterie, die sonst häufig erforderlich ist, eben sein lassen. Andere weitere Dinge sind bei uns relativ weit nach hinten gerutscht, weil wir haben natürlich Tipps, wie man zum Beispiel auch auf das Elektropaket im Aufbau verzichten kann. Das Ausstelldach ist gelegentlich sinnvoll, aber jetzt im Revolution ohnehin nicht machbar. Das Zusatzbett ist auch relativ weit nach hinten gerutscht. Ihr wisst ja, wir haben noch ein paar andere Tricks, wie man das Ganze auch preisgünstiger lösen kann. Ohne Beklebung ist etwas, was relativ häufig noch benutzt wird, weil die Leute eher mit ruhigem Camper unterwegs sein wollen, also von außen nicht erkennbar am Camper. Und dementsprechend ist das Ganze dann eben angewählt, dass man keine Beklebung wählt. Die Beklebung wird dann beigelegt. Das zweite Bedienteil fürs Hubbett kann eben auch noch Sinn machen. So, und auf diese Art und Weise haben wir eigentlich auch hier mal was ausgewählt. Auf die weiteren Dinge, die hinten rankommen, will ich jetzt im Detail nicht eingehen. Das sind auch relativ selten mittlerweile angefragte Dinge. Also kaum einer kommt noch auf die Idee, das eine oder andere dann anzukreuzen. Die Summe hat sich erhöht auf 58.353 und wir gehen jetzt vielleicht mal zur dritten Sonderausstattungsart, nämlich das ist das, was händlerseitig angebaut wird. Wir haben jetzt generell Listenpreise und die Markisenpreise, die unterscheiden sich natürlich so ein bisschen, je nachdem wie lang die Markise ist. In diesem Fahrzeug bei 6,40 Meter sind es 4 Meter, die eine Markise lang sein kann. Circa 1200 Euro werden das sein. Oftmals kommt eben auch gewählt noch ein DRB Monisiever dazu, so einer von einer fundierten Marke, nicht ein No-Name-Gerät. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Navigationsoption relativ häufig gewählt wird, aber dafür auf Android Auto oder Apple CarPlay Wert gelegt wird, circa, und das kann sich eben von Händler zu Händler unterscheiden, sind das 890 Euro. Ihr wisst ja, im Bereich der Rückfahrkamera haben wir eben auch Selbsteinbauanleitung draußen im Netz. Viel wird das nicht genommen, in dem Fall würde ich das auch mal weglassen. Solarmodul, bei uns im Kühlschrank brauchen wir das jetzt gar nicht. Ein Fahrradträger seitens Thule, der an der Heckklappe angebracht wird, ist jetzt auch nicht unbedingt Standard. Viele wählen mittlerweile auch die
Anhängerkupplung, dann eine abnehmbare und da kommt vielleicht eben dann noch ein Fahrradträger mit drauf von Atera, der hier relativ weit unten steht. Tja, welche Begründung das hat, dass er weit unten steht, die Dinge kann man günstiger im Internet kaufen. So, und vielleicht wählen noch die eine oder andere Option dazu, wie zum Beispiel ein HeoSafe. Das sind die Verschließelemente, die man an allen Türen rund ums Auto daneben findet. So, und auf die Art und Weise wird das Ganze teurer und teurer. Und das ist jetzt mal eine Möglichkeit, wie ein Fahrzeug konfiguriert. Etwas, was man eben auch machen kann. Man kann zum Beispiel auch ein anderes Fahrzeug mal dagegenüberstellen. Und wir haben mit dieser Tabelle, mit dieser Liste ganz gute Erfahrungen gemacht, da zum Beispiel ein anderes Fahrzeug gegenüberzustellen. Revo Citroën, sagen wir mal, 140 PS. Vom Prinzip her ist das Ganze so wie das Fahrzeug, was wir bisher schon haben. Ich müsste jetzt einfach mal nur die Unterschiede mit auflisten. Das brauchen wir nicht. Also die meisten Dinge kann ich ja eigentlich kopieren. Im Bereich der Inklusivs zum Beispiel würde ich mir hier die Werte wählen, würde sie kopieren, würde dann hier lediglich die Werte wieder mit einfügen. Und da gehen zum Beispiel so Dinge nicht wie jetzt die Automatik. Das ist ja nicht machbar. Wir müssen an anderen Dingen vielleicht eben auch korrigieren. Der Gerechtigkeit halber an dieser Stelle muss der USB-Anschluss natürlich mit drin sein. Wobei ich oftmals meinen Leuten auch sage, wo man den preisgünstiger kriegen kann. Also wir lassen das einfach weg und besorgen uns den über das Internet. Diese Information kann man damit reinschreiben. Klar, irgendwelche Buchstaben werden nicht mit addiert. Und wir können da eben alles mit ergänzen. Zum Beispiel die 219, das lassen wir jetzt mal drin und wir nehmen jetzt mal keinen Roadcruiser, sondern wir würden eben wählen, kein Globecar, sondern wir würden einfach mal wählen einen Pössl. Das alles ist eben gleich. Hier kopieren wir lediglich die Werte wieder mit hinein. Wir belassen das Ganze beim Polster in Lemmen und auch diese Dinge ohne Beklebung und zweite Bedieneinheit ergänzen wir. Und im Bereich der Zusatzausstattung nehmen wir eigentlich die gleichen Optionen, die wir auch für das Automatikfahrzeug benutzt haben. So, und da gucken wir mal, was passiert. Das heißt, diese beiden Fahrzeuge gegenübergestellt, da sieht man eigentlich insgesamt schon den kleinen Preisunterschied. Was gibt es für Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten? Ja, es hat eine gewisse Größe, eine gewisse Länge. Ich kann mich ja zum Beispiel jetzt mal reduzieren auf die Felder, die eben ausgefüllt sind, wo irgendwas drinsteht und alles andere nicht. Dann ist das Ganze schon wesentlich übersichtlicher. Das jetzt mal hier für das Fahrzeug in Blau, also den Fiat mit Automatik und diesen Optionen. So sieht man lediglich im Einzelnen, was damit drin sein sollte. Vielleicht ist es für euch eben eine Hilfe, das Ganze auf diese Art und Weise zu machen, um Fahrzeuge zu vergleichen. Das Ganze, wie gesagt, ist eben ein Werkzeug, das könnt ihr euch kostenlos runterladen. Das könnt ihr euch eben auch als Vorbereitung benutzen für ein Gespräch mit uns. Wir bitten ja meistens auch darum, dass ihr euch im Vorfeld mit euren Anforderungen beschäftigt und vielleicht gucken wir uns einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Da gehen wir mal zurück und wir springen mal auf unsere Kontaktseite. Wir haben also dort ganz zum Schluss eben auch einige Fragen notiert, die für euch erstmal wichtig sind. Also, wie groß und alt ist denn überhaupt deine Kastenwagen-Crew? Wir wollen wissen, in welchem Alter geht ihr ins Bett? Ist es lieber ein Längs-, ist es lieber ein Querschläfer? Oftmals hat das auch mit Komfort zu tun. Wie groß seid ihr überhaupt? Könnt ihr überhaupt in einem Querschläfer querschlafen oder ist das Bett zu klein? Das sind Informationen, die uns dahingehend interessieren und es sind eben auch weitere Dinge. Hinter den Fragen steckt letztendlich, wir wollen wissen, wie viel Gepäck habt ihr denn dabei? Was für Hobbys habt ihr? In welche Region fahrt ihr? Sprich, muss das Fahrzeug wintertauglich sein oder ist das nur für den Sommer ausgelegt? Wie oft fahrt ihr weiter? Das heißt, wir wollen gucken, reicht das denn auch mit dem Strom, den ihr an Bord habt? Oder habt ihr eben eine Außensteckdose oder habt ihr hinreichend Fahrbetrieb, dass ich durch die Lichtmaschine auch die Aufbaubatterie wieder aufladen kann? Und diese Dinge, die sind für uns von Vorteil eben zu wissen. Ihr dürft natürlich diese Fragen auch lediglich für euch benutzen. Ihr dürft auch die Excel-Liste lediglich für euch benutzen, um euch dann ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, wie legt ihr denn eben so ein
Pössl-Fahrzeug aus. Wir haben in letzter Zeit relativ gut zu tun. Das mag eben auch an Corona liegen. Und eine Geschichte, die wir als sehr gut empfinden, ist, dass mehr und mehr in der Bevölkerung Deutschlands jetzt auf die Videokonferenzen schielen. Dinge, die wir schon seit langem machen. Und wir haben eben auch Werkzeuge, um mit euch persönlich und telefonisch und auch mit Videounterstützung, das heißt, man kann sich gegenseitig sehen, in Kontakt zu treten. Und wir benutzen verschiedene Technologien, wo man diese Bilder eben mit einer Kamera benutzen kann. Wir haben eben auch die Möglichkeit des Screen Sharing. Das heißt, wir können euch zeigen, wie wir gemeinsam zum Beispiel das Fahrzeug für euch auslegen und ihr könnt uns auf den Bildschirm gucken. Man kann auch zusammenarbeiten. Auch das habe ich ja in der Videokonferenz mit Jörn Thyssen schon angewandt, wo wir quasi gemeinschaftlich an einem Whiteboard gearbeitet haben und verschiedene Szenarien erarbeitet haben, verschiedene Ideen erarbeitet haben, wie man nach der Corona-Krise eigentlich besser wieder auf Tour kommt. Und die Möglichkeiten existieren auch. Die Möglichkeit, die wir auch haben, speziell für die D-Line, und die sind ja relativ ähnlich. Wir haben hier im Hause ein Revolution stehen. Andere von Pössl Online haben eben auch ein Globe Scout oder der Bernd ein Summit. Also unterschiedlichste Leute, die euch da beraten, haben eben Fahrzeuge selbst vor Ort. Und ihr seht mal, wie das Ganze aussieht, wenn man hier die kleine Lotta auf dem heimischen Bildschirm guckt und hier in einer Zoom-Verbindung den Vater, nämlich mich, dirigiert durchs Auto und man auf die Art und Weise natürlich auch das ein oder andere live begucken kann in einer derartigen Beratungssession, die dann mit Videokonferencing funktioniert. Das heißt, wir sind in der Form froh, dass das Ganze passiert, und klar, wenn ihr diese Werkzeuge, die wir euch hier zur Verfügung stellen und die ihr auch kostenlos gerne benutzen könnt, nämlich diese Excel-Liste, diesen D-Line-Konfigurator und eben unsere Fragen, wenn ihr uns diese Sachen im Vorfeld schon mal zusendet, dann hat das eben eine kleine Ersparnis für euch zufolge. Nämlich 50 Euro reduzieren wir den Preis, weil für uns ist ja auch der Aufwand geringer. Klar, nächster Schritt ist dann, wenn ihr Interesse habt, dass wir auch in der Lage sind, über Pössl Online beziehungsweise wir als freie Verkäufer, jeder Einzelne, bei den unterschiedlichsten Händlern, mit denen wir da Kontrakte haben, euch Fahrzeuge zu besorgen. Aber das ist dann ein weiteres Thema. Erst geht es immer darum, das richtige Fahrzeug für euch auszulegen. Und erst im zweiten Schritt guckt man danach, wie man kurzfristig vielleicht eben auch an Vorlauffahrzeuge kommt oder jetzt gerade in der Corona-Krise an Fahrzeuge kommt, die vermieterseitig zurückgegeben worden sind oder die gerade nicht über die Grenze kommen Richtung Norwegen. Auch da haben wir zum Beispiel einiges euch in den letzten Videos schon mal vorgestellt. Also, wer von euch Interesse daran hat, diese Werkzeuge zu benutzen, diese Tools zu benutzen, anstatt der Konfiguratoren im Internet, die ja oft unvollständig sind, weil die Händleroptionen fehlen, oder aber da sind Händleroptionen drin, die eben nicht bei anderen Händlern verfügbar sind und dementsprechend gibt es dann auch keine Rabatte auf das Gesamtfahrzeug, da solltet ihr eben gucken, ihr dürft das Ganze gerne benutzen. Wir haben ganz bewusst hier den Angebotspreis einfach mal nicht berechnet. Es gibt in der Summe oftmals noch einen kleinen Rabatt händlerseitig. Der eine oder andere kaschiert das eben durch Pakete im Bereich des Zubehörs. Andere machen eben einen Gesamtpreis auf alles für euch. Und das ist unser Tipp, vergleicht lediglich die Endpreise. Also die Endpreise, was ihr für ein nach euren Anforderungen konzipiertes Fahrzeug, konfiguriertes Fahrzeug eben bezahlen müsst, das ist maßgeblich. Und wenn ihr zum Beispiel Tipps gebraucht, wie man auch mit einem Händler umgehen kann, der ein bisschen weiter weg ist, das ist ja nicht immer von Vorteil, weil am liebsten hätte man natürlich den Händler nebenan wohnen, dann haben wir auch dafür gewisse Videos. Ergänzende Videos zu dem ein oder anderen Zubehör, wieso man es eben nicht braucht, wieso man selber machen kann. Alles das gehört in unsere Beratungsdienstleistung mit hinein. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch ja dabei, der unser Freemium-Modell verstanden hat und dann eben sagt, ja, selbstverständlich, ich kann nicht alles nur frei kriegen von Pössl Online, sondern an der Stelle nehme ich eben auch eine Beratungsdienstleistung gegen Geld in Anspruch und dann kommt die eben auch an erweiterte Dienste unsererseits. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.